Hallo zusammen, hier ist wieder der Sarge mit einer weiteren Folge Risen. Ja, wir sind immer noch im Sumpf, immer noch bei den Banditen, ja, und wir sind hier gerade bei dem betrunkenen Luis und wollen von dem was lernen. So, jetzt schauen wir mal, wir haben Geschicklichkeit 20. Was mich jetzt interessiert, okay, kaufen kann ich da nichts. Aber einen besseren Bogen, den hätte ich schon gern. Den kann ich auch bei dem anderen. Jetzt müssen wir mal gucken, können wir... Wir haben jetzt 60 Gold circa ausgegeben hier. Das müssen wir uns noch wiederholen. Rück das Schutzgeld raus, der Monat ist rum. Ja, ja, hier muss ja nicht gleich handgreiflich werden. Okay, das heißt, Luis können wir auch durchstreichen. So. Und wie viel Gold haben wir jetzt? Okay. Uns geht noch zwei Leute ab. Das sind Duck und Obel. Wo soll denn der sein? Duck und Obel. Okay. Da in der Höhle sicherlich nicht. Wo sind denn Duck und Obel? Ich würde gerne das Huhn umbringen. Ich speichere mal. Es gibt nämlich seltsamerweise gute XP dafür. Aber noch viel wichtiger. Hühnchenfleisch. Ja? Und das braten wir uns jetzt. Weil ich glaube, dieses andere Fleisch brauchten wir für die Köchin. Wenn nicht, dann... So, Dwight. Ach, da waren wir schon dran, okay. So, Duck und Carrie. Nee, Duck und Obel. Wo haben wir denn die Burschen? Duck und Obel. Ich glaube, hier drin waren sie nicht. Dann müssten die vielleicht hinten im Sumpf sein. Also, wir haben jetzt Pfeile. Achso, haben wir die überhaupt mal equipped? Genau. Der kann mir was über die Jagd beibringen, aber der kann mir nicht... Pfeile verkaufen und keinen besseren Bogen. Die Frage ist, soll ich den mal rauslocken da hinten? Ich würde sagen, das probieren wir einfach mal. Wir locken ihn raus. Mal sehen, ob das geht. So, und speichern. Weil irgendwie möchte ich wissen, was da in der Höhle drin ist. Aber wir können ja jetzt sogar ihm erstmal eine verplätten, ne? Was? Ghoul. Ernsthaft? Ist er unsichtbar? Ah! Ah! Und ich weiß immer noch nicht, wie ich laufen kann. Okay. Ah! Lauf schneller! Ich muss unbedingt anschauen, wie ich sprinten kann. Oh, nein! Komm ich!
Hat ganz schön was drauf hier, der Jäger. Ah! Nein! Okay, das hat nicht so funktioniert. Der darf nicht sterben. Der darf auf keinen Fall sterben. Okay. Wir sind echt noch zu schwach für den. Das heißt, wir werden uns den später mal vornehmen, weil wenn sogar hier so ein erfahrener Jäger bei dem drauf geht. Ich habe mich aber auch schlecht positioniert von der Seite. Da habe ich selten getroffen. Gut, machen wir den einfach später. Machen wir erstmal die Questen und dann lernen wir ein bisschen was und holen uns bessere Waffen und dann kommen wir nochmal zurück. Ja, der, wir wissen ja, wo der ist. Auf jeden Fall ein Ghoul, okay. Ein Ghoul, übel. Moment, jetzt will ich unbedingt mal schauen. Können wir denn mal herausfinden, wie wir sprinten? Springen, schleichen, Steuerung. Okay, Blick nach hinten. Das würde ich tatsächlich auch mal gerne. Blick nach hinten. Wie wäre es mit C? Ist C belegt? Ja, Ausrüstung. Okay. Blick nach hinten. Y. Ist Y belegt? Ich glaube nicht. Hallo. Hallo. Ah. So, Blick nach hinten ist Y. So, dann. Primäre Umschalt. Gehen, Umschalt. Nee, das finde ich total blöd. Wo habe ich denn Sprinten? Gehen? Gibt's kein Sprinten. Na gut, dann. Ach ja, da unten waren ja noch die. Ach ja. Ach ja. Ach ja, da unten. Aha. Da unten. Da unten. Okay, die Frage ist, kommen wir da wieder hin? Ich denke schon. Gut, dann probieren wir es mal. Alter. Das war ein guter Sprung. So, und da haben wir nämlich Stachelschweine. Genau so. Okay. So, und das machen wir jetzt mit dem hinteren auch. Erst. Ja, komm. Speichern brauchen wir nicht. Ah. Nein, oh, Scheiße. Okay, wir haben ja gespeichert. Das heißt, wir laden noch mal und werden jetzt einfach öfter speichern. Drei Teile, echt okay. Ich habe auch auf daneben geschossen, muss ich ein bisschen aufpassen. Ach ja, ich habe ja im Grunde genommen noch das Anfangs-Equip. Ich habe keine Rüstung, ich bin voll der Pimp. Muss man gleich nochmal in die Ausrüstung gucken, ob wir da nicht irgendwie noch
Wir halten halt nichts aus, wir teilen zu schlecht aus, wir treffen zu schlecht. Das ist alles nicht optimal. Aber das kriegen wir schon hin. Also, wir haben hier, ja, wie gesagt, gar nichts. Wir sind nackt, ja. Und diesmal springe ich, ups, was ist das? Diesmal springe ich nicht so tief runter. Genau, dann kriegen wir nämlich auch keinen Schaden. Hier haben wir eine Goldader, echt. Ich müsste echt hier Dings lernen. Was haben wir hier? Leuchtet einfach nur. So, und da hinten. So, okay. Das lief schon mal gar nicht so schlecht. Jetzt nehmen wir ein bisschen. Schönen Schluck aus der Pulle. Achso, wir müssen natürlich so. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben noch hier Fleisch und so alles. Das müssen wir noch mal essen. Da die Keule. So. Essen wir noch ein bisschen Keule. Das bringt ja auch überhaupt nichts. Aber trotzdem speichern wir jetzt mal. Okay. Hängt irgendwie fest. Selber schuld. Ja, selber schuld. Genau so läuft es. So. Ist da noch eins eventuell? Nein. Das waren die drei. Speichern. Hat uns natürlich ein bisschen Pfeile gekostet. Im Grunde genommen ist das sogar jeder Pfeil ein Gold. Das hat uns sogar einiges gekostet. Aber was machen wir nicht alles für Erfahrung? So, Kiste gibt es hier keine. Das ist schade. Was haben wir hier drin? Ist da noch was? Okay. Interessant. Leuchtende Pilze und eine Schatztruhe. Schlösser knacken verstehe ich nichts. Jetzt komm. Schlösser knacken verstehe ich nichts. Echt jetzt? Dafür habe ich mich hier so aufgearbeitet. Aber wir haben noch Dietriche. Achso, Schlösser knacken. Moment. Diebesgunst. Ja, ich muss erstmal einen Dieb treffen, damit er mir das beibringt. Okay. Das ist aber schade. So, und dann kommen wir hier wieder raus. So, die Frage ist, wo sind... Alter. Ernsthaft? Probieren wir mal. Nein, jetzt habe ich den... Oh, okay, Entschuldigung, wir müssen mal ganz schnell laden. Ich habe nämlich gerade meinen Heiltrank genommen, aus Versehen, weil das alles hier mit den Tasten so ätzend ist. Und das ist mein einziger und der haut richtig gut rein. Und wenn ich den nicht habe, dann... außerdem werde ich jetzt wahrscheinlich gleich sterben, weil diese Wölfe wahrscheinlich ziemlich heftig sind. Aber mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, wo wir hier rauskommen. Vielleicht hätten wir da gar nicht lang gesollt. Vielleicht doch. Wer weiß das schon. Ich suche ja noch zwei Typen im Sumpf. Für Schutzgeld. Vielleicht sind die ja auch hier. Das weiß man ja nicht. Okay. Okay, probieren wir mal einen anzuschießen und sehen, wie viel kommen. Alle, okay. Schön. Schön.
Ja, Wölfe, okay. Ja, okay. Wölfe halt. Gut, dann müssen wir uns da wohl durchschleichen, weil wir die nicht einzeln pullen können und einzeln bekämpfen können. Alle können wir nicht bekämpfen, also müssen wir uns halt ein bisschen rausschleichen. Wenn das auch nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht, weil die scheinen mir ziemlich schnell zu sein. Oha. Der ist aber nah dran, hä? Ah! Nein! Ach, Kacke! Aber das... Boah. Okay, schießen und gleich dahin rennen vielleicht. Oder hochspringen vielleicht ist noch besser. Dann kommen sie nicht rum. Das gucke ich mir mal an. Vielleicht kann ich da so ein bisschen die Umgebung mit einbeziehen. Ja, das ist der Ghoul, der uns da zu stark ist. Gut, vielleicht bin ich auch nur komplett unfähig, aber das ist nun mal so. Ja. Wenn ich jetzt zu schwach bin für den, dann bin ich halt zu schwach für den. Okay. Okay, kann ich da hochspringen? Kann ich. Kann ich auch hier hochspringen? Kann ich. Okay. Dann probieren wir doch mal. Du willst doch jetzt nicht da hinten hochkommen. Nein, komm her. Ah! Okay, dann sind wir zumindest hier raus. Ah! Und eine Wildsau. Ja, klar. Okay. Habe ich ein Problem. Komme ich da wieder hoch oder komme ich da nicht mehr hoch? Irgendwie habe ich das Gefühl, hier habe ich nichts zu suchen. Alter, Wölfe, Wildschweine, alles zu übermächtig. Gucken wir mal, ob wir dann nicht wieder zurückkommen. Das ist ja auch, ich weiß ja auch nicht, wo ich da gelandet bin, keine Ahnung. Ich will eigentlich bei den Banditen jetzt weitermachen und ein bisschen stärker werden. Ich glaube, goldmäßig habe ich einiges in der Tasche, was okay. So. Also Inventar, okay. Achso, ich wollte ja, weiß nicht, war ich schon hier hinten drin? Vom Schlösserknacken verstehe ich. Ja, das hast du mir schon erzählt. So. Probieren wir einfach mal hier hinten wieder raufzukommen. Vom
Erzschürfen verstehe ich nichts. Ja, ist ja super. Komme ich nicht mehr rauf. Okay. Das muss doch hier irgendwo... Aha. Gut, okay, den Ghoul, den nehmen wir uns später vor. Ja, den Ghoul nehmen wir uns später vor. Jetzt, also jetzt speichern wir erstmal, weil wir ja oben sind. Und jetzt suchen wir noch die letzten zwei Kollegen. Wo könnten denn die sein? Da oben müssten sie sein, ne? Da war ich, glaube ich, noch gar nicht. Genau, immer drauf, immer feste. Puh, so, jetzt speichern nochmal. Jetzt weiß ich auch, glaube ich, warum ich da hinten nicht war, weil mir die Viecher zu stark waren. Aber so ein bisschen besser bin ich ja wohl doch geworden, wie es scheint. Ach, Nautilus. Ja komm, dann... Ich sehe auch gerade irgendwie gar nichts. Außer wenn es blitzt. Okay, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Hier ging es doch irgendwie noch weiter. War das hier? Keine Ahnung. Nee, das war nicht hier. Aber hier war doch irgendwie so ein Wildschwein, oder? Oder haben wir das schon zerlegt? Alter, wo bin ich denn hier bloß? Okay. Es ging doch hier irgendwo noch... Robert und Obel. Okay, er ist Duck. Lass uns handeln. Ich muss auf jeden Fall handeln, weil ich brauche 200 Gold, die ich abliefern soll. Flügelstaub, okay, das wäre es. 33 Gold. Ja, die auch. Ja, reicht schon. So, eigentlich müsste ich auch noch Pfeile kaufen. Ja, ich glaube, ich kaufe noch genau 10 Pfeile. Dann habe ich nämlich genau 200 Gold. Dann kann mir auch keiner mehr was wegnehmen. So, handeln. Ja. Was ist denn das für ein Ring? Geschicklichkeit plus 3. Und ein Bogen, den wir durchaus... Schaden 20. Was macht unserer?
Der macht einen doppelten Schaden. Okay, wollen wir mal schauen. Kriegen wir 200 Gold zusammen? Obwohl, wir haben sogar zwei von denen. Okay, also, der gibt mir 15 Gold für einen. Dann haben wir hier natürlich... Wenn wir da alle verkaufen... Ne, die verkaufen wir nicht. Hier, rostiges Schwert verkaufen wir auf jeden Fall. Dann verkaufen wir den Stock. Und... Haben wir irgendwelche wertvollen... Oh ja, Mana-Wurzel. Komm, verkaufen wir die noch. Mana-Pflanze. Mana-Pilz. Oh. Aha. Nee, den verkaufe ich natürlich nicht. Den auch nicht. Okay, dann verkaufe ich die hier. Ja, 10 Stück. Dann verkaufe ich die. Ja, alle. Geschicklichkeit, Lebensenergie, Erfahrung. Okay. Kraut. Ich glaube, Kraut ist eh nur so zum Verkaufen. So, jetzt haben wir hier eine Karotte. Krautstängel verkaufen wir auch. So, Witz erzählen. Schand hat vergessen. Ich glaube, das werden wir mal bei der Frau da anwenden. Schwache magische Heilung. Ja, jetzt wird es schon ein bisschen dünn. Okay, was haben wir da? Eine Hornmuschel. Goldbrocken. Okay. Bernstein. Okay, können wir eigentlich verkaufen. Wir werden jetzt nicht schmieden. So, und die Dinger hier. Und wir sind auf 200 Gold. Ist ja perfekt. Dann verkaufen wir mal deinen Bogen. Und da kann ich eigentlich den auch noch verkaufen, hier den Kurzbogen. Den brauche ich ja dann nicht mehr. Und go. So, jetzt ist aber das... Ach. Wieso habe ich jetzt 200 Gold? Stichwaffen, Schaden 20. Hä? Verstehe ich gerade überhaupt nicht. Ich dachte, der wäre doppelt so gut als... Was habe ich jetzt für eine Scheiße gemacht? Habe ich irgendwie nicht handeln gemacht oder was? Heilkraut? Doch, habe ich eigentlich schon. Okay, dann legen wir mal den an. Macht er jetzt mehr Schaden oder nicht? Ich meine, der andere hat halb so viel gemacht. Gut, egal. Oh, ich sehe gerade, wir sind auch schon wieder mit unserer Zeit am Ende. Ich würde sagen, den hier Robart und Obel, den suchen wir einfach in der nächsten Folge. Ja, dann sage ich mal tschüss und bis dann.